Jo Leute, Senpai in Neuseeland und herzlich willkommen zu Vlog 1 von 2 aus Neuseeland. Vlog 1 wird sich auf die Nordinsel konzentrieren und ich nehme euch einfach mal mit zu ein paar Highlights auf dieser Reise. Spoiler, da wird es noch einen Teil 2 geben mit der Südinsel dann eben. Aber jetzt hier bin ich gerade in Auckland und es ist einfach wunderschön. Leute, es ist Mitte April und ihr seht, wie geil das Wetter einfach ist. Angenehme 21 Grad, die Sonne scheint, ich bin hier im T-Shirt und wir sind hier auf dem Mount Eden. Das ist ein historischer Berg sozusagen, ein Vulkan. Ihr seht hier den Vulkankrater, in den man auch nicht reingehen darf. Und zwar war das wohl historisch ein wichtiger Ort für die Maori-Völker. Das sind die Ureinwohner Neuseelands. Die haben hier anscheinend zahlreich gelebt und das war eine historische wichtige Stätte von denen. Und als Touristenspot ist das einfach mega geil, denn ihr seht hier Auckland City im Hintergrund. Man kann auch so ein bisschen das Meer in der Ferne sehen. Boah Leute, es ist einfach wunderschön. Es geht mir richtig gut. Hier kann man die Seele baumeln lassen. Und dann würde ich mal sagen, mal gucken, was die Reise sonst noch bringt. Weiter geht's. Viel Spaß! So, angekommen in Brightomar. Das hier ist quasi Downtown Auckland, Stadtzentrum, wenn man so will. Hier bin ich auch gestern angekommen, als ich mit der Bahn vom Flughafen hergefahren bin. Und Leute, guckt es euch einfach mal an. Wenn ihr nicht wüsstet, dass das Neuseeland ist, würdet ihr denken, dass es am anderen Ende der Welt ist. Und genauso geht es mir hier eben auch. Ne? Ihr habt hier ein McDonald's, da drüben ist ein Starbucks. Hier hinten habe ich ein H&M gefunden. Also Leute, es ist einfach eine komplett normale westliche Stadt irgendwie. Also ich denke mal, ne, britischer Kolonialismus sei Dank, yay oder so. Also ich fühle mich hier gar nicht so fremd, wie ich mich eigentlich fühlen sollte, wenn man bedenkt, dass ich wirklich komplett am anderen Ende der Welt bin. Also wie schon eben gesagt, ich glaube, ich könnte nicht weiter weg von Deutschland sein und ich war auch noch nie weiter weg von Deutschland als jetzt. Und es ist einfach eine komplett normale westliche Stadt. Insgesamt muss ich sagen, also ich finde, es ist wirklich sehr entspannt. Es hat alles super gut funktioniert mit dem Flug hierher, am Flughafen ankommen, das Hotel finden etc. Die Leute sind auch alle wirklich sehr nett und entspannt. Es ist auch nicht so übertrieben voll. Und hier, also bin ich ja jetzt im Stadtzentrum. Hier ist es quasi so voll, wie es nur wird. Und wenn man das mit Tokio vergleicht, ist halt nichts los. Also einfach komplett entspannt. Wie gesagt, die Leute sind nett und auch mit dem Englisch kommt man natürlich durch, weil das ja hier die Sprache ist. Es ist natürlich so eine Mischung aus ja, britisch, australischem Englisch. Ist so ein bisschen so ein seltsames Englisch. Vielleicht ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich komme klar soweit und es ist einfach mega entspannt. Es ist einfach komplett entspannt. Das ist genauso der Urlaub, den ich haben wollte. Senpai, genießt es. Hier vorne ist übrigens der Hafen. Da geht es zu den Fähren und zum Meer. Da kann man raus auf die kleinen Inseln, die noch zu Auckland dazugehören. Das gucke ich mir morgen an. Aber man ist halt hier auch direkt am Wasser. Da habe ich eben kurz gechillt und einen Snack gegessen. Einfach entspannt, Mann, Leute. Einfach entspannt. Jo Leute, ich habe mich dazu entschlossen, mal auf den Sky Tower von Auckland drauf zu gehen. Ist zwar mit 37 New Zealand Dollar Eintritt nicht ganz günstig, also das sind etwa 3600 Yen bzw. 20, 21 Euro. Aber ich habe gedacht, wenn man schon mal hier ist, heute ist einfach der Tag der schönen Aussichten, warum nicht mal gönnen? Ab geht's! So Leute, ich bin im Aufzug und ich bin einfach der Einzige im Aufzug. Wie geil ist das denn? Wow! Geil! Leute, seht ihr, wie das da... Ui! Nice! Wow! Nix für schwache Nerven. 38 mm Glas, okay. Und Leute, angekommen auf dem 60. Stock, dem sogenannten Skydeck, 220 Meter Höhe. Hier ging es jetzt nochmal einen Aufzug weiter hoch. Ich muss sagen, die Aussicht ist echt nice. Und hier sind jetzt auch mehr Leute, aber wahrscheinlich alle auf den Sonnenuntergang gleich warten. Mega schön. Leute, ich glaube, das da hinten in der Ferne ist der Mount Eden, wo ich heute tagsüber war. Das müsste der sein, das stimmt von der Himmelsrichtung. Leute, selbst der Aufzug wieder runter, den habe ich für mich komplett alleine. Ach, das war doch schön. Damit geht der erste Tag, der erste vollständige Tag, den ich
hier in Auckland hatte zu Ende. Und ich muss sagen, es war ein mega entspannter Tag. Auch hier die Aussicht hat sich gelohnt, kann man sich mal gönnen. Senpai is happy. Tag 2 Senpai auf der Insel. Ich bin hier auf Waiheke Island. Das ist eine Insel in der Bucht vor Auckland. Und diese Insel ist sehr touristisch und sehr bekannt auch für die Weinereien. Sagt man Weinereien? Winzer, glaube ich, ne? Hier gibt es viel Wein, man kann Weintastings machen. Ich bin hier gerade auf der Suche nach diesem Allison Sculpture Park. Also man sieht hier diese Skulpturen, aber irgendwie komme ich hier nicht so ganz rein, weil hier überall Busch ist. Also es geht schon mal gut los, Leute. Und ich habe heute mal wieder gemerkt, wie lärmend Verkehrsmittel sein können im Ausland, denn auf der Fähre eben, boah, also man fährt mit der Fähre 40 Minuten hier rüber und es war ein Lärm auf dieser Fähre, die Leute haben gelabert und geblökt. Da habe ich so richtig mein Japan vermisst, wo sie alle einfach die Schnauze halten und Rücksicht aufeinander nehmen in Verkehrsmitteln und einfach ruhig sind. Ja, ich bin jetzt hier auf der Insel, habe einen Tag. Ich habe so eine Touristen-Busfahrkarte, so eine Hop-on-Hop-off-Bus-Karte, wo ich die ganze Zeit mit Bus fahren kann. Der Bus war auch schon sehr voll eben. Und ich habe eigentlich gedacht, der Bus fährt alle 30 Minuten, wie mir es auch der Herr gestern an der Information am Hafen erzählt hat. Aber der Bus fährt heute nur alle Stunde. Das ist auch schon mal geil. Und also der Park ist auch geil. Also ich bin, es geht gut los, Leute. Aber hey, ich bin jetzt erstmal beim ersten Stop ausgestiegen, damit ich ein bisschen Ruhe habe und weg von den Leuten bin. Und mal gucken, was es heute alles so gibt. Ich habe so ein paar Punkte auf der Insel, die ich mir mal anschauen will. Mal gucken, wie es wird, Leute. Das Abenteuer beginnt. Jo Leute, damit kann man doch arbeiten. Senpai am Meer. Den Allison Park eben habe ich einfach dran gegeben. Das war mir zu blöd, da die Skulpturen zu suchen. Hab gedacht, komm hier, wenn du eh in einer Stunde den nächsten Bus kriegen musst, dann gehst du lieber zum interessanten Gerät. Und das ist der Strand. Und hier ist doch chillig. Der Stopp eben war übrigens Oneroa und jetzt bin ich ein ganzes Stück weitergefahren und bin jetzt in Onetangi. Das ist weiter drüben auf der Insel und Leute, hier ist wunderschöner Strand, richtig groß und nice. Es hat eben ein bisschen geregnet, also ihr seht auch so ein bisschen die Wolken wahrscheinlich hinter mir. Es ist echt so ein bisschen wechselhaft heute und eben als ich hier ankam, war es leider gerade am Regnen. Also bin ich da in das Restaurant geflüchtet und habe Mittagessen gegessen, Burger mit Pommes, war ganz in Ordnung. Hat glaube ich 35 Neuseeland-Dollar oder so gekostet, keine Ahnung. Also ich habe es auf der Karte abgebucht bekommen in 3100 japanische Yen oder so, also irgendwie 20 Euro schätze ich mal. War in Ordnung, ist alles nicht so ganz günstig hier und bei dem Thema nicht so ganz günstig. Ich habe eben erfahren, also in diesem Hop-on-Hop-off-Bus, ne, der uns hier als Touris über die Insel fährt, da wird immer so ein bisschen Durchsage gemacht, was so hier die Locations sind und was es da so gibt und was hier mit der Insel so abgeht, also ein bisschen so Infos für Touristen. Und er hat gemeint, Properties hier, also wenn du hier ein Haus kaufen willst oder ein Grundstück oder so, das kostet mal mindestens irgendwie 1,1 oder 1,2 Millionen Neuseeland-Dollar. Also Leute, wer hier leben will auf Waiheke Island, das ist ganz schön teuer. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun, aber hier so einen Tag lang zu chillen ist nice. Und ich bin einfach nur happy, dass jetzt der Regen gerade aufgehört hat, denn ich bin nicht wirklich ausgerüstet für Regen heute. So, ich bin angekommen auf dem Berg. Das ist Stopp Nummer 11 auf der Tourikarte. Hinter mir seht ihr den Explorer Hop-on, Hop-off-Bus. Und ich bin hier bei der Badge Winery. Man sieht da auch schon die Weinreben, kann man so ein bisschen erkennen im Hintergrund. Und ich bin sehr gespannt, ob ich jetzt nicht hier mal so ein kleines Wine-Tasting machen kann. So, er hat gerade erklärt, welcher ist. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Cheers, Leute. Sehr angenehm. Der hier war, glaube ich, von 2000. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also hier der linke, der ist definitiv spritziger, würde ich sagen. Während der rechte hier so ein bisschen milder und fruchtiger ist. Er hat eben gemeint, das ist hier ein Family Business. Also sie haben so 25.000 Flaschen pro Jahr. Glaube ich, hat er gemeint, produzieren sie. Also wirklich ein schönes, traditionelles Familienbusiness hier oben auf dem Berg von Waiheke Island.
Leute, ich glaube, ich habe es zusammenbekommen. Also das hier ist ein Rosé, der linke ist ein Rosé von 2023, ja, den ich so als spritziger bezeichnet habe. Und das hier ist der Chardonnay, glaube ich, von 2022. 11 Monate, hat er, glaube ich, gesagt, wird er gereift. Leute, ich sag's euch, die Aussicht von hier oben ist der Hammer. Man sieht die Berge und das Meer in der Ferne. Und einen dritten Wein bekomme ich gleich noch. Das ist wohl ein Merlot Malbec. Bin mal gespannt. Einer geht noch und hier ist ein Vogel. So overall, it's a really nice, easy drink, early drinking wine. So Leute, jetzt ein Merlot Malbec von 2022. Diesmal ein Rotwein. Riecht schon mal sehr fruchtig. Hat einen säuerlichen Geschmack. Ja, also ich merke, dass ich definitiv mehr so der Weißwein-Typ bin. Aber die Experience, die Erfahrung hier oben das mal gemacht zu haben, dafür nehme ich ihn noch gerne. Ja, Leute, das war cool, das hat Spaß gemacht. Sind wir ehrlich, ich habe keine Ahnung von Wein, aber wenn das hier schon so eine Weininsel ist, die berühmt ist für ihre Weinreben und Winzereien etc., da muss man hier mal Wein probiert haben. Jetzt habe ich es gemacht, ich bin zufrieden und es war jetzt auch gar nicht so teuer. Also die hatten einen 15-Dollar- und einen 25-Dollar- Kurs. Ich habe jetzt den 15 Neuseeland-Dollar- Kurs genommen, wo es die 3 Weine zu probieren gab, 2 weiße und ein Rotwein. Und ja, ich meine, den 25-Dollar- Kurs, den hätte ich mir natürlich sparen können, weil Perlen vor die Säue. Das sind umgerechnet ca. 1.300-400 japanische Yen und ich denke mal so 8-9 Euro. Also schön erschwinglich, das ist angenehm. Jetzt bin ich da mal hier die Aussicht genießen. Seht ihr das Meer da hinten? Das ist einfach echt schön hier oben, Mann. Eine letzte Mission auf der Insel habe ich noch. Gerade ist ein etwas älteres Pärchen an mir vorbeigelaufen, also kam mir entgegen. Und der Typ, also wir haben uns freundlich gegrüßt und der Herr meinte dann so, it's kind of nice down there. Also es sei wohl sehr nice da und es klingt ja schon mal vielversprechend. Senpai allein auf weiter Flur. Ich bin hier im Dschungel und keine Socke ist da. Ich würde sagen, Leute, wir machen einfach mal Uhrzeigersinn. Ich glaube, hier unten ist so eine Art kleiner Wasserfall. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr Wasserfall erwartet, aber das ist wohl alles an Wasserfall, was wir heute kriegen. Aber eine schöne idyllische Ecke hier unten. Und das scheint schon gewesen zu sein. Das heißt, jetzt geht es einfach wieder zurück hoch. Und zurück am Hafen. Jawohl, nach einigen Startschwierigkeiten heute Morgen und Regenschauern etc. hat dann letztendlich doch alles gut geklappt. Ich bin gut über die Insel gekommen, habe einige Sachen mitnehmen können. Und ich muss sagen, insgesamt war es sehr schön. Die Insel ist definitiv ein sehr chilliger Ort. Perfekt zum Entspannen, noch chilliger als Auckland. Es gab jetzt zwar nichts irgendwie, was mich hier mega krass vom Hocker gehauen hat oder unglaublich beeindruckt hat, aber es war wirklich ein chilliger Tag und die Insel ist sehr schön. Und Leute, ihr habt es gesehen im Video im heutigen Tage. Die Insel ist halt besonders wirklich für Wein. Das heißt, wenn ihr mehr Ahnung von Wein habt als Senpai, was jetzt natürlich nicht besonders schwer ist, dann ist das Ding sicherlich ein Besuch wert. Kann man mal machen, würde ich sagen. In diesem Sinne, Senpai fährt zurück nach Auckland. Tag 3, es geht gut los und das komplett ohne Ironie. Ich meine es komplett ernst, Leute, guckt euch das an. Wow, guckt euch die Landschaft an. Ey, es ist so schön hier. Ich habe mir jetzt ein Auto gemietet, also ich habe mein Mietauto abgeholt und bin unterwegs nach Piha. Das ist, glaube ich, dieser Strand da und so weiter. Und ich bin jetzt hier einfach nur so auf halber Strecke, bin hier die Straße gerade runtergekommen, da steht mein Mietwagen und ich habe hier einfach mal schnell angehalten und eine Pause gemacht, weil Leute, ey, guckt euch das bitte an.
guckt euch das an. Also ich glaube, der Tag, ich bin schon zufrieden quasi für den heutigen Tag. Ist übrigens lustig, also ich habe schon einige Male Deutsch gehört und als ich hier angekommen bin und mich hier hingestellt habe, da hielt gerade auch ein anderes Auto und ein Herr schaute sich hier das an. Ich habe gemeint auf Englisch, ja, wie schön es ist und dann haben wir ganz kurz ein paar Worte gewechselt und dann habe ich gemerkt, dass er Deutscher ist. Und das ist ein älteres Ehepaar, die irgendwie 5 Monate jetzt hier über Neuseeland gefahren sind und über die ganze Insel, über das gesamte Land unterwegs war. Also einfach der Wahnsinn. Er hat mir so ein bisschen von der Reise erzählt und wo es cool ist, ein paar Infos aufgesaugt. Und angekommen am Fuße des Lion Rocks heißt er, glaube ich. Wahnsinn, ey, was für eine Landschaft. Und auch hier mega gechillt, einfach kaum Leute da. Das ist schon so ein Gerät hier. Was ein Riesending. Ich frage mich, ob man da drauf kann. Ich sehe da oben so eine kleine Art Zaun. Keine Ahnung, ob man das kann, ob das eine gute Idee ist. Senpai erforscht. Leute, ich glaube, da ist tatsächlich eine Treppe. Ich bin jetzt hier mal so ein bisschen um das Ding halb drum rum gelaufen. Ich habe eben schon ein paar Leute gesehen, die da unten, da ist so ein kleines Schild am Fuße der Treppen sozusagen, wie Leute da hingegangen sind, dann wieder abgehauen sind. Und wenn man ein bisschen die Treppe hochgeht, dann ist da irgendwie, also es sieht aus, als ob es da zu ist. Da scheint so eine Absperrung zu sein mit Schild. Also ich vermute mal, dadurch, dass da keiner ist und dadurch, dass alle, die da hin sind, wieder zurückgegangen sind, wird das Ding wahrscheinlich einfach zu sein. Jupp, wie erwartet, geschlossen. We are working on it. Wegen Stürmen sind Teile instabil und nicht sicher. Deswegen ist es zu. Da oben ist auch nochmal so ein Track-Closed-Schild. Leute, bevor ich nach Auckland zurückfahre, habe ich gedacht, ich mache nochmal einen kleinen Abstecher. Ich wollte eigentlich eben zu einem Wasserfall relativ in der Nähe da von Pihada vom Strand. Nur da war dann irgendwie die Straße gesperrt, nur für Residents. Und dann habe ich gedacht, fahre ich einen weiter. Da steht auf Google Maps, dass der temporary closed ist. Aber Leute, schaut mal hier. Bam! Das sieht auch schön aus. Leute, nicht nur war die Fahrt hierher komplett durch so Bergstraßen hin und her kurvig. Jetzt geht es auch noch hier eine kleine Wanderung durch den Dschungel. War es ein Abenteuer und ich habe auch keinen Handyempfang, Leute. Ich bin hier so weit weg von der Zivilisation. Geil, Mann. Ich bin froh, dass ich ausnahmsweise mal nicht auf Google gehört habe. Da stand zwar, wie gesagt, temporary closed auf Google Maps, vorübergehend geschlossen, aber ich habe gedacht, das ist der einzige Ort, für den ich sowieso noch Zeit habe heute. Deswegen fahre ich da einfach mal hin, auf gut Glück, YOLO. Und ja, Leute, so viel zum Thema temporary closed. Es ist einfach offen. Geiles Gerät, Mann. Geile Aussicht. Ja, wunderbar, Leute. Da freut sich der Senpai. Noch eine schöne spontane Aktion hier als letzte große Aktion von Tag 3. Denn ich habe jetzt noch ein bisschen Autofahrt vor mir und das nächste Highlight kommt dann morgen. Jo, Leute, wo sind wir denn hier? Na, kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich bin hier angekommen im Hobbiton Movie Set. Gleich geht's die Tour los und ich freue mich schon sehr. Wie ihr seht, das Wetter ist leider ein bisschen bescheiden, aber es regnet wenigstens nicht ultra krass. Also es ist noch aushaltbar. Das ist schon mal etwas. Und das Lustige ist, Leute, während überall hier gerade in Hamilton und in der Gegend relativ wenig los ist, ist hier mega viel los. Also es sind echt mega viele Leute da. Man sieht jetzt nur in der Ferne so ein bisschen. Ich bin hier gerade ein bisschen abseits. Also echt kaum kommst du hier an, ist der Parkplatz zu und es ist voll. Und Leute, es gibt ein kleines Problem. Also man darf zwar während der Tour filmen, allerdings nur für persönlichen Gebrauch.
Und da dieses Video monetarisiert ist, ist das, glaube ich, so ein bisschen eine Grauzone. Das heißt, was ich machen werde, ist, dass ich den Teil vom Movieset, was ich da gleich ein bisschen filmen werde, das werde ich als separates Video hochladen, was nicht monetarisiert ist und was eventuell auch auf privat gestellt ist. Also das wird ein separates Video und ich packe euch den Link zu dem Hobbiten-Movieset-Video dann quasi unten rein. Und hier geht es jetzt quasi in dem Video erstmal weiter mit dem Rest von Neuseeland, der Nordinsel und für das Hobbit-Movieset-Video. Video. Guckt euch dann das andere Video an. Wisst ihr Bescheid, Leute, ist leider ein bisschen kompliziert, aber ich will ja hier die Regeln nicht brechen. Ab geht's! Ja, Leute, so geht auch dieser Tag zu Ende. War mega nice, hat mir mega gut gefallen, kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr es mal schafft, aus Deutschland zum Beispiel die lächerlichen 18.000 Kilometer herunterzukommen oder aus Japan, die nur 9.000 Kilometer, ist auch egal. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ein neuer Tag beginnt und ich bin jetzt hier in den Hamilton Gardens. Das ist so eine große Gartenanlage hier in Hamilton. Und hier sind auch relativ viele Leute. Also man merkt, das ist einer der Tourist-Spots hier. Und Leute, das Erste, was ich mache im Hamilton Garden, ich bin erstmal im Japanese Garden. Das ist der japanische Garten. Großer Unterschied zu Japan sieht man direkt. Keiner zieht die Schuhe aus, alle gehen einfach so rein. Wir sind halt eben doch nicht in Japan hier. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, aber man sieht keine Koi, keine Karpfen hier drin. Das wäre auch noch was, was in einem japanischen Garten sein sollte, aber es ist sehr schön. So, gerade die Karte hier gefunden und es ist anscheinend echt so eine Riesenanlage, die aus ganz verschiedenen Gärten sozusagen besteht. Irgendwie Modernist und Italienisch und Chinesisch und weiß der Geier. Moment, Modernist, geht's hier lang? So, im chinesischen Garten, das ist echt sehr schön gemacht und Leute, es gibt hier sogar einen Bambuswald. Und Leute, in den Italian Gardens angekommen, im italienischen Garten. Ist echt sehr schön hier und ich glaube, das ist auch das Bild, was auf Google zu sehen ist, wenn man auf Google die Hamilton Gardens aufmacht. Wirklich sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, weil ich dachte bei Gardens, dass das irgendwie so ein, ja, so ein Garten, so ein Park ist, wo man ein bisschen chillen kann. Aber hier ist mehr so ganz viele verschiedene Themengärten sozusagen, durch die man alle mal so durchläuft und weniger irgendwie Park und chillen. Also es ist wirklich mehr so ein Erlebnis, wo man durchläuft und es ist halt auch relativ viel los für neuseeländische Verhältnisse. Jetzt geht's in den Padapada-Garten. Das ist ein Maori-Garten. Also Maori nennt das Urvolk hier aus Neuseeland. Man sieht hier häufig, wie sie diese Zunge immer rausstrecken. Ihr seht das hier hinter mir. Und da muss ich gerade an ein Video denken, was mein Podcast-Kollege Stefan mir gesendet hat. Das war so ein Metal-Song von einer neuseeländischen Metal-Band. Und da waren auch so Kampfszenen und wie die Maori, also die Ureinwohner, wie sie da in den Krieg ziehen. Und die hatten halt auch alle so Tattoos im Gesicht. Und wenn sie quasi so in die Attacke gegangen sind, da haben sie auch immer so die Zunge rausgestreckt und mit der Zunge so gestikuliert. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Also sehr interessant und Grüße gehen raus an Stefan. Das hier ist der Kitchen Garden, also hier kann man wahrscheinlich alles essen, was hier angebaut wird. Mache ich jetzt natürlich nicht. Sehr cool, Leute. Jetzt hier im Surrealist Garten.
und alles ist groß, als ob man irgendwie wie so ein Zwerg zwischen riesen Rüben rumläuft. Auch hier die Tür, wenn ich näher dran gehe, dann seht ihr, wie riesig diese Tür ist. Human for Scale. Human for Scale am Start. Eine riesen Schubkarre und so eine riesen Hake. Ja, das waren die Hamilton Gardens von Hamilton. Und das Nice ist halt auch, das Ganze ist kostenlos. Man kann hier einfach rein. So, gerade eine Stunde durch die Pampa gefahren. Das sind alles so ein bisschen Distanzen hier. Samba ist ein bisschen verschlafen. Gerade nach der Ankunft erst beim Auto geschlafen, gepennt. Also kurz Pause gemacht, weil ein bisschen müde. Aber Leute, Neuseeland, das Land der Kiwis. Und deswegen, bam, wir sind hier im Kiwi-Haus angekommen. Kiwi, der Nationalvogel sozusagen, das Nationalsymbol Neuseelands. Und ich habe halt noch nie so einen Kiwi-Vogel in echt gesehen. Das hier ist natürlich auch nur eine Stadt, aber hier im Kiwi-Haus gibt es Kiwis zu sehen. Und wenn man schon mal in Neuseeland ist, dann muss man halt auch mal Kiwi sehen. Habe ich mir gedacht, Leute, deswegen gehen wir da jetzt rein. Guck mal, Julia ist auch wieder am Start. Let's go! Let's go! Leute, das ist ein bisschen tricky, weil die nachtaktiv sind. Wir waren eben in dem Nachthaus, da darf man nicht drinnen filmen. Aber da habe ich den ersten Kiwi gesehen, leider nur so aus der Ferne. Und es ist halt dunkel da drin, deswegen war es schwer zu erkennen. Aber ich habe so den Schnabel gesehen. Hier im zweiten Nighthouse, hier in der Kiwi Night Zone. Hier haben wir jetzt einen gefunden, den konnte man besser sehen als eben. Man darf leider nicht filmen da drin, Leute, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber der war schön am Rand, den hat man besser gesehen als eben. Also ich bin schon mal einigermaßen happy. Wir waren gerade wieder in dem Nocturnal House, wo einer der Wärter ein bisschen was erklärt hat und erzählt hat zu den Tieren. Also verschiedene Sachen, die man wissen kann. Kiwis sind extrem territorial, das heißt, sie verteidigen krass ihr Gehege. Und wenn sie einmal maten, also sich paaren, dann paaren sie sich auf Lebenszeit. Und den einzigen anderen Kiwi, den ein Kiwi in seinem Gehege, in seinem Gebiet, in seinem Revier akzeptiert, ist der Partner. Und das geht selbst zu den Kindern. Also es ist so, wenn ein Kiwi ein Ei legt, ich glaube 4 Wochen lang brauchen die, bis so ein Ei gelegt werden kann, dann legen sie ein Ei und aus dem Ei schlüpft dann ein anderes Kiwi, ein Kiwi-Kind. Und wenn das Kiwi-Kind irgendwie 10 Tage alt ist, dann fängt es an, den Kiwi-Eltern hinterher zu rennen und dann zu lernen, wie die Eltern Essen suchen und so weiter und so fort. Und nach 45 Tagen schmeißen die Kiwi-Eltern das Kiwi-Kind aus deren Revier raus und lassen es dann auch nicht mehr rein. Also dann ist quasi friss oder stirb, dann ist das Kiwi-Kind auf sich selbst gestellt und muss dann quasi selbst klarkommen. Also so krass territorial sind die und dann lassen die das Kiwi-Kind auch nicht mehr zurück ins Revier rein. Das hat das Problem, führt zum Problem, dass die Sterblichkeitsrate von jungen Kiwis bei 90% liegt. Weil wenn die in der Natur sind, dann sind sie halt noch klein und unerfahren und eben angreifbar. Und diese ersten 6 Monate quasi sind eben entscheidend. Da sterben leider sehr viele, denn gerade wir Westler oder also auch früher die Maori und dann die anderen Menschen, die hierher gekommen sind, die haben ganz viele Säugetiere hierher gebracht, die es früher hier auf Neuseeland nicht gab. Das heißt, früher hatten die Kiwis nicht so wirklich natürliche Feinde, aber dann mit den ganzen Säugetieren hier ist das ziemlich schwierig geworden. Das heißt, diese ersten 6 Monate sind heftig. Wenn so ein Kiwi dann die ersten 6 Monate überlebt hat, dann steigt die Überlebensrate auf 70-90%. Also dann sieht es gut aus, dann sind die stabil und können gut überleben. Ansonsten, was kann man noch sagen? Was Kiwis häufig machen, die haben sehr empfindliche Schnäbel, die poken immer so in die Erde und suchen sich da Insekten oder Früchte oder so. Es gibt anscheinend irgendeine Frucht, die so Koffein drin hat und dann ist ein Kiwi auf 180, also energiegeladen, wenn er so Kaffee quasi, Koffein konsumiert. Was man halt auch noch sagen kann, also Kiwis, die sind nicht zum Fliegen geeignet, aber sie haben extrem stramme Beine, sie können extrem schnell rennen und wenn es dann eben mal drauf ankommt, dann können die halt echt aggro werden, um ihr
Territorium zu, um ihr Revier zu verteidigen. Und was sie dann machen, die können halt echt auf dich draufgerannt kommen mit ihren 3-4 Kilo und in dich reinschmeschen. Und sie haben wohl sehr starke Beine und scharfe Krallen und können dich dann angreifen und kratzen, weiß der Geier. Ja, Wahnsinn. Leute, also man lernt hier echt viel über die Kiwis. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen wiedergeben, was er gesagt hat. Ach so, genau. Ansonsten, draußen in der Natur ist so die durchschnittliche Lebenserwartung von einem Kiwi 10 bis 20 Jahre. Aber hier in Gefangenschaft sozusagen können die 40 bis 60 Jahre alt werden. Am Anfang der Typ am Empfang an der Kasse hat uns erzählt, sie haben hier im Gehege, in dem Gebiet hier einen Kiwi, eine Kiwi-Dame, die 48 Jahre alt ist. Also die können ganz schön alt werden. Ach übrigens Leute, das Kiwi-Haus hier, das kostet 24 Neuseeland-Dollar Eintritt. Also irgendwie 16 Euro vielleicht plus minus 2000 noch was hier. Ich schreibe es euch rein. Es ist eine Non-Profit-Organisation, also die kümmert sich halt wirklich darum, die Kiwis zu erhalten. Und alles, was man quasi hier bezahlt an Eintritt, geht eben an diese Non-Profit-Organisation. Und noch ein Fun-Fact, den habe ich auf Wikipedia gelernt, als ich eben nachgeschaut habe. Die Kiwi-Frucht, die kennt ihr sicherlich alle. Die Kiwi-Frucht ist benannt nach dem Kiwi-Vogel, weil die halt auch so rund und fluffig ist quasi. Und da ihre Ähnlichkeit mit dem Kiwi-Vogel hat. Und deswegen wurde die Kiwi-Frucht tatsächlich nach dem Kiwi-Vogel benannt. Wieder was gelernt. Leute, nice, ich bin happy. Jetzt habe ich mal wirklich einen Kiwi gesehen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch das auf der Kamera nicht zeigen konnte, aber die sind eben nachtaktiv und in diesen Nachthäusern darf man nicht filmen. Ich habe eben noch ein bisschen mit dem Wärter, mit dem einen Herren hier gesprochen und habe ihn gefragt, ob man die Dinger auch in der natürlichen Wildnis sehen kann. Und er hat gemeint, es ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich, weil die sind eben nachtaktiv. Das heißt, du müsstest echt nachts irgendwo im Wald chillen und dann warten, bis du so ein Vieh siehst. Also es ist echt unwahrscheinlich. Aber hey, ich habe einen Kiwi gesehen. Weiter geht's. Angekommen bei der letzten Attraktion für mich des heutigen Tages, den Waitomo Caves. Die Waitomo Caves, das sind diese Glühwürmchenhöhlen. Also hier sieht man, glaube ich, blau leuchtende Glühwürmchen in der Höhle. Der Nachteil ist auch hier leider wieder, ich darf da drinnen nicht filmen. Aber Leute, ich bin sehr gespannt. Ich gehe jetzt rein und erzähle euch gleich, wie es war. Ich habe es mir gerade erklären lassen, warum darf man da drin nicht filmen oder fotografieren. Es ist zum einen einfach aus Sicherheitsgründen, wenn man irgendwie auf dem Bildschirm schaut oder so, dass man nicht stolpert oder so, wenn es da drin dunkel ist. Und ein großer Grund ist natürlich, falls irgendwie jemand aus Versehen den Blitz anhat oder so und es da drin dann hell wird, dann machen die Glühwürmchen quasi aus und hören auf zu leuchten. Und das ist natürlich auch blöd und deswegen aus verschiedenen Gründen darf man drin einfach nicht filmen. Es gibt allerdings anscheinend ganz am Ende, bevor man wieder rauskommt aus der Hülle, die Möglichkeit zu filmen. Da bin ich mal gespannt. This is also the original cave entrance. This was first discovered in 1887. But other than that, thank you guys very much for coming to the Waitomo Caves. You guys want to? Towards a gift shop, okay? Okay, good. Leute, das war doch mal nice, hat mir richtig gut gefallen. Wir durften sogar an ein paar Stellen dann doch fotografieren und Videos machen. Und ich habe auch einiges gelernt über Glühwürmchen. Also er hat es uns auf der Tour ein bisschen erklärt. Und zwar der Grund, warum Glühwürmchen glühen, ist, um Fliegen anzulocken. Und die haben da diese Seidenfäden quasi abhängen. Und diese Seidenfäden der Glühwürmchen dienen dazu, da so ähnlich wie ein Spinnennetz,
um Fliegen quasi zu fangen. Das heißt, die leuchten, um Fliegen anzulocken, und dann verfangen sich die Fliegen halt in diesen Seidenfäden, in diesen klebrigen, und dann können die Glühwürmchen die Fliegen fressen und sich so nähren. Das reicht, wenn die eine Fliege pro Monat irgendwie essen, also sind sehr sparsam im Verbrauch, aber das ist quasi deren Jagdmethode. Und diese eine Stelle, wo so ganz mega viele Seidenfäden einfach so runterhingen, also der Wahnsinn, was die da an Seidenfäden konstruieren, richtig nice. Ja, Leute, ich bin happy, das war cool, ich kann es empfehlen. Und damit geht ein weiterer schöner Tag in Neuseeland zu Ende. Ein neuer Tag, und es ist auch schon tatsächlich der letzte Tag auf der Nordinsel. Das heißt, es wird der letzte Tag sein dieses Vlogs auf der Nordinsel. Danach geht es nämlich weiter zur Südinsel. Und Leute, heute ist echt so ein Tag, wo ich nicht wach werde. Ich bin heute Morgen schon kaum aus dem Bett gekommen. Bin dann eben erstmal hierher eine Stunde gefahren und habe dann auf dem Parkplatz eine Stunde im Auto gepennt und bin immer noch nicht wach. Aber hey, das ist doch mal ein schönes Gerät, Leute. Wir sind hier im... Wie spricht man das aus? Ngarunui Beach, also ein Strand im Westen. Hier scheinen echt einige Leute surfen zu sein, was ich verstehen kann, denn der Wind ist echt stark hier. Ich bin eben nochmal zum Auto zurück und habe mir die Jacke geholt, damit ich weggepustet werde. Jetzt chillen wir einfach mal ein bisschen am Strand, Leute, ne? Einfach chillen. Ja, Leute, ich habe das Gefühl, in diesem Urlaub bin ich irgendwie nur am Strand am Chillen. Aber es tut halt einfach gut, die Seele baumeln lassen. Und die Strände sind halt auch alle so schön groß und weit. Und so wenig Leute sind da, es ist einfach entspannt. Übrigens, Leute, hier ist wieder eine No-Fly-Zone. Hier ist wieder irgendwo ein Flughafen. Und der ist diesmal genauso richtig schön, die Einflugschneise über den Strand drüber, sodass ich es hier echt vergessen kann mit der Drohne. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Einer geht noch, ihr habt's gesehen, ich bin wieder auf dem Weg zu einem Wasserfall. 10 Minuten Fußweg zum Wasserfall, das kriegen wir hin. Ganz schön dschungelig hier, und es ist auch frisch, sobald man hier in den Wald reingeht. Leute, ich sehe das Licht. Wow. Oha, Leute, ich bin oben auf dem Wasserfall. Hier, ich sehe gerade nichts. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auch geil, der Dude, der da eben stand. Kaum kam ich an, verschwand er im Wald. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen runter, um das Ding nochmal von woanders mehr so frontal beobachten zu können. Senpai marschiert nach unten. Also das Ding kann was. Boah, Leute, das hat sich gelohnt. Was für ein Gerät. Ja, nice, Leute. Das hat sich doch gelohnt. In diesem Sinne, das war die letzte große Aktion für heute. Ich muss heute noch bis zurück nach Auckland fahren. In diesem Sinne, gute Fahrt, Senpai.
Senpai zurück in Auckland und wie könnte man den Tag besser ausklingen lassen. Ich bin heute wieder ganz schön viel Auto gefahren, bestimmt 5 Stunden oder so, war ganz schön platt, als ich hier ankam. Jetzt geht's mir wieder gut und ich muss sagen, hier, das ist doch echt entspannt. Und genauso lässt sich auch die erste Woche hier auf Neuseeland auf der Nordinsel zusammenfassen. Es war echt sehr entspannt und es gefällt mir sehr gut. Morgen früh geht's rüber auf die Südinsel und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es mir dagegen wird. Wenn es euch auch interessiert, was Semper auf der Südinsel erleben wird, dann lasst gern ein Abo da, macht vielleicht auch die Glocke an. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns ab morgen im nächsten Video auf der Südinsel wieder. Semper out, Mic drop, peace.